Ja, mein Name ist Frank Nussböcker. Ich bin Schriftsteller und Ghostwriter. Fan des 1. FC Union Berlin. Und ihr guckt gerade Timbox TV. Ja, der normale Weg ist, dass irgendwann einen der Opa oder der Papa mitnimmt ins Stadion. Und wenn man einmal in der alten Försterei ist, dann ist es meistens um einen geschehen. Bei mir war es nicht so. Bei mir war es, dass ich irgendwann anfangen konnte zu lesen. Und in meiner Schulbank dann so eine Sachen vorfand wie Eisern Union oder 1. FCU. Und das fand ich einfach cool, das sah cool aus. Und irgendwann kriegte ich mit, hier, das ist eine Fußballmannschaft. Und die langhaarigen Rabauken, die immer heimlich rauchten und die echte West-Jeans anhatten und Shellparker und Jeansjacken mit Union-Aufnäher, die fanden das auch gut. Das war das eine, ich habe die ein bisschen bewundert. Und das andere war, dass einer unserer Lehrer, und zwar gerade der Staatsbürgerkundelehrer, also derjenige, der im Auftrag des Herrn unterwegs war, der verehrte nun genau den anderen großen Ostberliner Verein. Der ist rot-weiß und kommt aus Hohenschönhausen. Und für den waren jetzt so die stollentragenden Elitesoldaten des Weltproletariats auf ostdeutschem Boden. Und das war mir alles doch ein bisschen zu fett. Und das andere war auch, dass der uns immer voll gemeckert hat, dass wir den Gegner, also den Klassengegner, stark machen, weil wir immer so eine faulen Säcke sind. Und ja, wir waren faul und irgendwann mochte ich das einfach nicht mehr hören. Und dann war es ganz klar, dass ich im Herzen Unioner bin. Und irgendwann bin ich dann das erste Mal ins Stadion gekommen und dann, ja, ab da war es geschehen. Ich habe mal versucht, Spieler zu werden, aber nicht bei Union, sondern in der Klassenmannschaft. Und ich habe hart trainiert und war auch mit großer Begeisterung dabei, aber ich musste irgendwann einsehen, dass ich wahrscheinlich andere Talente habe. War darüber sehr traurig, weil wenn du keinen Fußball spielen kannst, wie willst du denn dann irgendwann Mädchen kennenlernen? Das war schon bitter. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass der Fußball auch drumherum sehr viel bietet, nämlich oben auf den Rängen zu stehen und seine Mannschaft nach vorn zu brüllen. Und beides hat bei Union eine alte Tradition. Und so habe ich dann doch recht schnell meinen Platz gefunden und war auch sehr glücklich damit und bin das bis heute. Ja, das war auf jeden Fall das erste Spiel. Das war gegen Stahl Riesa und das muss Ende der 70er gewesen sein. Und das war aber gar nicht so dieses kollektive im Arm liegen, sondern das war das kollektive Singen. Und es fing an zu schiffen, das war wirklich nicht schön. Und die Mannschaft spielte auch nicht unbedingt so toll. Und was machten wir? Wir sangen einfach noch ein bisschen lauter. Und ich war dabei und sang in dem geilsten gemischten Chor dieser Welt. Und das war eigentlich das kollektive Erlebnis. Das erinnere ich mich mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ausging. Ich weiß nur, dass ich am Ende heiser war wie Sau. Unsere Tugenden sind, verlasse nie vor Abpfiff das Stadion, mache nie einen eigenen Spieler zum Sündenbock, pfeife nie die eigene Mannschaft aus und Heiserkeit ist der Muskelkater des Union-Fans. Andere Vereine haben ihre Fans, bei Union haben wir Fans unseren Verein und ja, ohne die Fans würde es den Verein schon lange nicht mehr geben und es ist vor allen Dingen dieses Netzwerk, was ich erlebe, wenn ich mich auf dem Weg zum Stadion begebe, irgendwann triffst du die ersten Gleichgesinnten, die auch so ein Zeug tragen. Und immer mehr kennst du davon und man kommt sich ein bisschen näher, man quatscht und wie geht's denn so. Und im Stadion triffst du dann noch mehr Bekannte. Das ist einfach das Geilste, was ich so daran finde. Und das geht dann auch da übers Stadion hinaus. Dann triffst du irgendwo auf der Straße ein, man grüßt sich mit Eisern. Und was noch eine schöne Sache ist, wenn du wirklich mal ein Problem hast, gibt es garantiert auch andere Rot-Weiße, die dir da irgendwie weiterhelfen können. Und das ist für mich das Schöne. Also für mich ist eben Union, du stehst nicht alleine da, wenn dich das Leben mal so richtig in den Hintern tritt. Das ist das, was ich am meisten daran liebe. Also ein wunderschöner Moment war, als wir am 5.2. des Jahres 2011 zum ersten Mal im Olympiastadion in Berlin Punkte gegen Hertha BSC spielten und tatsächlich das Spiel gewannen. Du kommst als kleiner Unioner in dieses riesige Ding da und bist erstmal nicht alleine. Man ist auf den Rängen, ist man relativ gleichwertig vertreten. Und dann hauen wir das Ding noch nach Hause. Das war super, super geil. Und dann gibt es immer wieder jedes Jahr einen schönen Moment, wenn beim Weihnachtssingen am 23. Dezember die Union-Hymne erklingt. Und letztes Mal waren es weit über 20.000. Ich bin gespannt, wie viele es dieses Jahr sind, die dann mitsingen werden. Und was immer wieder ein geiler Moment ist, wenn ich morgens erwache und ich spüre, dieser Tag ist irgendwie anders als andere Tage. Der hat so was Prickelndes, so was Obergeiles.
Und dann fällt es mir ein, jawohl, heute ist Union. Und dann darf ich mir irgendwann die Sachen anziehen und dann jetzt ab ins Stadion. Und das ist einfach immer wieder absolut geil. Also mein sportliches Ziel, wenn ich ein Union-Spiel gucke, ist, dass wir gewinnen. Und wenn wir tatsächlich alle Spiele gewinnen, werden wir irgendwann aufsteigen, zwangsläufig, werden deutscher Meister werden, werden die Champions League holen, den Weltpokal. Und wenn es dann irgendwann intergalaktische Wettbewerbe gibt, werden wir die auch holen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es wird höchstwahrscheinlich so nicht kommen. Was ich mir aber total wünsche, ist, dass unsere Tugenden erhalten bleiben. Ich als Fan darf das. Ich bin jetzt nicht in der sportlichen Leitung. Ich bin auch nicht in der kaufmännischen Leitung. Ich darf ja als das reden, was ich bin. Ich bin Fan und ich will, dass diese Fankultur, die bei Union gelebt wird, dass die erhalten bleibt. Bei Union wird gesungen und gebrüllt. Ist egal, wie da unten läuft. Also nicht egal, sondern wenn sie zurückliegen, dann werden sie nach vorne gebrüllt. Und wenn sie gut spielen und Tore schießen, dann werden sie gefeiert. Es wird immer, die Mannschaft wird nie im Stich lassen. Und das gilt nicht nur für das, was da auf dem Rasen abgeht, das gilt auch untereinander. Und das ist für mich der Union-Geist. Und das wünsche ich mir, dass das einfach erhalten bleibt. Also der absolute Prototyp des Unioners. Da gibt es viele, viele, viele. Und es gibt einen, der hoffentlich noch ein, zwei Jahre für uns spielt. Das ist natürlich unser Kapitän Thorsten Matuschka. Und der ist, ich kann sagen, erstmal so, was der nicht ist. Also der ist jetzt keine italienische Starschauspielerin. Und der ist auch kein so ein Balletttänzer. Nee, Tusche ist ein Kampfschwein und hat trotzdem unheimlich viel auf Tasche und haut das alles für den Verein drin. Der ist ein Typ, der wirklich alles für die Mannschaft gibt. Und er ist auch keiner, der sich in den Vordergrund stellt. Und er ist auch nicht zu feiern, andere Spieler zu bedienen auf dem Platz. Und ist einfach, der macht das, was für Union gut ist. Und das ist für mich, das ist der Unioner. Es gibt so einen schönen Gesang bei Union. Eine Abwehr aus Granit, so wie einst Real Madrid. Und so zogen wir in die Bundesliga ein und wir werden auch mal deutscher Meister sein. FCU, FCU, deutscher Meister, das wirst du. Und dann kommt das Finale irgendwann. Und dieser Humor, der möge uns bitte für immer erhalten bleiben.